Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Einsmeister und dies ist Folge 41 von X4, ja, X4 Foundations. Ich docke gerade vom Raumpier oder nee, Raumdock in Dreieinigkeit ab, habe gerade dem Fraktionsvorsitzenden des Gottesreich Paranit einen kleinen Besuch abgestattet und mir die Blaupause für die sogenannte Fraktionshauptstadt gekauft. Das ist ein wichtiger Bauplan, den man ja zum Bau des Paranidischen Palastes benötigt, um den Paranidenplot abzuschließen. Apropos Paranidenplot. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, genau. Gib du mal Gas und flieg mich mal eben zur Baustelle. Denn da fliegen wir jetzt hin. Ich habe den Palast der Paraniden soweit geplant, also fertig geplant. Und er befindet sich momentan auch im Bau. Und da kommt das Autospeichern direkt. Das ist ja... Ah, herrlich. Ja, was ich ja jetzt mal in der Zwischenzeit mal erzählen kann, ich habe außerdem mich mal ein bisschen um die Verwaltung hier gekümmert, noch ein paar, ja, abgeschossene Bergbauschiffe ersetzt, ja, vielen Dank da auch an die Kark, und mal geschaut, so was denn eigentlich Mangelware im Universum ist, und es scheint, als wäre Nanotronik momentan schwer gefragt, unter anderem auch bei mir. Und deshalb werde ich jetzt wohl als nächstes eine Nanotronik-Fabrik zusammenbauen. Das wird jetzt nicht eine All-in-One-Fabrik sozusagen, also wo alles sofort direkt hergestellt wird, sondern praktisch nur die Stufen hergestellt werden, die ich, also die Produkte hergestellt werden, die ich für die Herstellung von Nanotronik eben brauche. Das wären, glaube ich, Quantum-Röhren und Smart-Chips und so ein Zeug. Also dann nicht mit Silizium und sowas anfangen, ne? Nicht mit den Ressourcen. So. Dann speichere er mal Flux und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Und dort, hier ist auch der Paranidenpalast, also der Bauplan dafür. Und ich habe ihn so paranidisch wie möglich gehalten. Zumindest habe ich es versucht. Also, alle Sektionen hier, also hier haben wir die drei Fraktionshauptstädte hier verbunden durch diese tolle Dreierverbindung. Dann jede einzelne Fraktionshauptstadt ist natürlich nochmal an die jeweiligen, ja, an das... die jeweiligen Komponenten angeschlossen, die dafür gefordert sind. Also insgesamt waren das ja die drei paranidischen HQs, sechs paranidische Scheibenverteidigungsplattformen, ich habe jetzt ein bisschen mehr, neun Container, neun Kuppeln hier, drei Docks, drei Piers und insgesamt 180 Geschütztürme und 80 Schilde. Das hat man mit den Minimalanforderungen locker drin. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen mehr gemacht, denn ich habe das so paranidisch halten wollen wie möglich. Man sieht ja, alles ist hier durch drei teilbar, ne? Die Anzahl der Scheibenplattformen, das sind jeweils sechs Stück an einem dieser Enden hier. Dann, wie gesagt, die drei Kuppeln, drei Containerlager, Größe L. Und dann habe ich auch pro Arm diese zwei Docks hier. Ich hätte auch die großen nehmen können. Wo haben wir sie? Docks, genau. Die hier, die 8 Meter Standard, sind ja sehr prestigeträchtig, aber die sind nicht durch drei teilbar. Zumindest die Dockplätze nicht, denn hier hat man 3M, 6S Dockplätze. Insgesamt sind das 6 Dockplätze, wie gefordert. Und natürlich 3 Piere. Ja. so paranidisch wie möglich eben. Natürlich nur paranidische Komponenten verwendet, wie es sich gehört. So, und das Ganze kostet mich einen Heidenspaß und jede Menge Credits. Jetzt sind gerade viele, viele Händler gerade unterwegs, um das alles hier hoffentlich bald zusammenzubauen. Ich habe auch schon ein Bauschiff der Baustelle zugewiesen, das ist der Herkules. Und ich glaube, du lässt dir ein bisschen Zeit, weil du noch auf die Flügelmänner wartest. Ja, dann machen wir das mal ganz anders. Und so wie es sich gerade angehört hat, hat der wohl einen Container zerlegt. Glückwunsch. Hui. Aber ja. Das Paranidische, ja, der Paranidenpalast ist momentan im Bau.
Da werde ich dann ab und zu immer mal reinschauen, gucken, wie weit er ist. Bonk. Was ist denn hier los? Und dann schauen wir mal weiter. So. Ja, womit geht's heute weiter? Ich sollte mich ja jetzt bei Delilah Shiratori melden, beim Terranischen Geheimdienst, zu dem man mich freiwillig rekrutiert hat. Erreiche System, Frau Manebel. Ich wurde ja anscheinend freiwillig gemeldet. So, ja, da ist die Baustelle. Baut ihr mal. Ihr kriegt das schon hin. Ich sollte vielleicht, es hieß ja, dass die Bauphasen möglicherweise sabotiert werden können. Ich sollte vielleicht mal hier einen Träger dazu abstellen, dass der die Baustelle beschützt. Das wäre mal nicht schlecht, Erreiche denke ich. System, Anspruch des Pontifex. Dann, ach ja, türkises E. Ach, ja, jetzt gehört jetzt mir, ne? Erreiche System, gesegnete Vision. Alles meins. Türkise See ist meins. Ich habe den Teladi vor der Nase weggeschnappt. herrlich. Okay, mach mal weiter. Ich fliege jetzt erstmal zu den Terranern und schaue mir gerade mal nochmal die Mission an. Erreiche Genau. System, reiner Blick. Ein glorreicher Palast für ihre Führer an einem zentralen Ort. Ja, ist sehr glorreich und sehr, sehr palastmäßig. Herrlich. Gut, 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 gut. Erreiche Spur des System, Piraten. weiter Kontakt. Da muss ich weitermachen. Sprich mit der Leiterschiff. Ah, hier muss ich raus. Hier muss ich raus. Ich muss ja über das, halt, nein, noch nicht. Doch, da hinten. Ich muss ja über das Gebiet der Republik Antigone, Wurmtor, die Leere. dann über Gezzofune und dann wahrscheinlich genau in Asteroidengürtel rein. Das ist der Weg ins Sol-System. Dann würde ich mich dann, sofern nichts Ungewöhnliches passiert, wieder melden, wenn wir da sind. So, da wir uns ja nun im Anflug auf das terranische Orbitaldock befinden, kann ich ja noch mal ein paar Worte über die neue Ankündigung von Egosoft verlieren. Das haben sich ja schon einige auch gehört und gespannt vernommen. Egosoft hat ja angekündigt, dass bald, sehr bald, das neue Multiversums- oder nennen wir es mal Multiplayer-System eingeführt wird. Das so ähnlich ja, wie die Ventures ja ist und das dann mit mehreren Teams durchgeführt wird auf der ganzen Welt, X-Spieler, alle Multiversen und die sich dann zusammenschließen, um ihrer Fraktion sozusagen auszuhelfen, zunächst einmal in ein paar Missionen für so einen Zeitraum und dann natürlich auch um ordentliche Boni und schönes Loot zu erhalten. Allen voran, da auch bei diesem Multiplayer-System und bei diesen, ja, nennen wir es mal Multiplayer-Missionen, soweit ich das verstanden habe, ist das eher so ein Einloggerlaubnis erreicht. asynchroner Multiplayer, wenn man das so ausdrücken möchte. Da gibt es ja bei diesen Missionen auch so ein richtig schönes Loot, nämlich einzigartige Schiffe, die man nur über dieses tolle System bekommt. Da bin ich ja schon ganz gespannt drauf. Wer sich genau mal anhören möchte, um was es sich da handelt, der kann gerne den neuen Egosoft-Podcast dort verfolgen. Ich glaube, das ist auf deren YouTube-Seite auch verlingt. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht alles hier wiederholen. Ich kann das nämlich nicht aus dem Kopf heraus, aber was ich da gehört habe, fand ich schon mal nicht schlecht. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Bringt mir in diesem Spielstand nur herzlich wenig, da der ja als gebrandmarkt modifiziert. Aber ich habe zum Glück noch einen Spielstand, der nicht als modifiziert gebrandmarkt wurde. Der alte nämlich, mit dem ich angefangen habe, der ist immer noch intakt und läuft ganz gut, ist stabil. Naja, also wenn die Multiplayer-Phase dann die Tore öffnet, dann können wir da gerne mal reinschauen. So, aufstehen. Sprich mit Delilah Sichel. Shiratori. Natürlich tue ich das.
Und lauf, lauf, lauf und spring mal ein bisschen. Oh. Ja, die terranischen Stationsmodule sind immer noch die schönsten, finde ich. So. Geheimdienstbüro. Ist auch nett, dass das so ausgeschildert ist. Also, klar, ne? Und hier bin ich. Was wollten wir jetzt machen? Genau, irgendwelche neuen Hinweise zum Außenpostenvorfall. Es ging ja zum ersten Mal nicht um die politisch äußerst inkorrekten Geheimoperationen, sondern erstmal beschäftigen wir uns ja mit den Yaki-Vorfällen. Seit Sie Ihren Bericht eingereicht haben, haben meine Mitarbeiter unermüdlich daran gearbeitet, einen Zusammenhang zwischen einer Reihe faszinierender Ereignisse zu finden, die sich in den letzten Wochen im Sonnensystem ereignet haben. Jo. Die ersten Vorfälle waren kaum ungewöhnlich. Frachtvermissende Hightech-Händler, manipulierte Lieferpläne, die gelegentliche Entführung und Lösegelderpressung. Dann begannen sich die Dinge zuzuspitzen. Streng geheime Lieferungen wurden überfallen. Gefälschte Notsignale, die auf unsere militärischen Auszubildenden abzielten. Sabotage im großen Stil. Und in letzter Zeit haben immer mehr dieser Vorfälle auf die ein oder andere Art mit den Xenon zu tun. Wir können die Möglichkeit einer großen neuen Bedrohung für das terranische Protektorat nicht länger ignorieren. Wunderbar. Wer könnte denn hinter dieser Sache stecken? Aufgrund jüngster Beweise sind meine Leute ziemlich sicher, dass unsere Gegner die berüchtigten Yaki sind. Nein. Kurz gesagt, sie sind Piraten. Unsere Daten legen nahe, dass sie ursprünglich Mitglieder der Argonischen Föderation waren. Eine weitere Splittergruppe, die sie nicht unter Kontrolle halten konnte. Die Yaki sind Ja, das momentan stimmt mit sogar. gefährlicher Technologie beschäftigt und sie scheinen sich noch mit doppeltem Vergnügen diesem alarmierenden Zwang gewidmet zu haben, seit wir das letzte Mal das Vergnügen des Kontakts hatten. Eines ihrer kriminellen Spin-off-Unternehmen, das berüchtigte Barrel, war in der jüngeren Geschichte für einen AGI-Drohnenangriff auf die Erde verantwortlich. Rechnen Sie damit, dass Ihre Schiffe schwer bewaffnet und äußerst wendig sind. So, was Ach kann ich ja, in tun? der Tat. Ich erkenne an, dass Sie möglicherweise persönliche Gründe für Ihr Interesse haben. Daher scheint es nur ratsam, zuerst Ihnen diesen Auftrag anzubieten. Das Ziel ist einfach. Finden Sie heraus, wo sich diese Piraten verstecken, was Ihre Ziele sind und ob sie zu besiegen sind. Leider werden Sie während Ihrer Mission nur begrenzte Unterstützung in Anspruch nehmen können. Als verdeckter Agent ist es von allergrößter Bedeutung, dass sich keine direkte Verbindung zwischen Ihnen und dem tyrannischen Geheimdienst herstellen lässt. Sobald Sie den Protektoratsraum verlassen, sind Sie auf sich allein gestellt. Ich kann Sie ein wenig anleiten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Aber letztendlich werden Sie derjenige sein, der unter Druck Entscheidungen trifft. Zwei unserer Kadetten stießen kürzlich auf eine besonders böswillige Notsignalfalle, die vermutlich von diesen Yaki aufgestellt wurde. Nein, Sie diese scheinen aus Yaki. irgendeinem Grund auf bestimmte terranische Schiffe abzuzielen. Und da Sie darauf versessen sind, jeden zu eliminieren, der Ihrer Spur folgt, bleibt uns dieser Grund ein Rätsel. Wenn wir Sie auf frischer Tat ertappen, erfahren wir mehr über Ihre Ziele. Ein erweiterter Satellit sollte alle Notsignale in diesem Sektor erfassen können. Mein Team wird die Daten auswerten Ja. und Sie auf mögliche Unstimmigkeiten hinweisen. Ihre Akte legt nahe, dass Sie Ihre Sache gut machen werden, Agent. Bereiten Sie sich nun vor. Keine Sorge, ich bin immer vorbereitet. Also, Yaki überfallen Hightech-Transporte und ja, Frau Shiratori sagte da auch schon richtig, dass die mit dem Beryl-Syndikat damals unter einer Decke steckten. Das Beryl-Syndikat war natürlich dann auch verantwortlich für den verheerenden Assembler-Drohnenangriff auf die Erde im Zuge des terranischen Konflikts. Ja, ist so, glaube ich, nach den zwischen Terran Konflikt und Albion Prelude passiert. Dann war ja der Torus dann zerstört. Ja, ziemlich unangenehm. So, ab ins Cockpit. Ich habe erweiterte Satelliten übrigens dabei. Habe ich immer in der Sichel drin. So. Ich grüße Sie. Mach du mal Platz. Und dann abdocken. Wo müssen wir den denn aufstellen? Ach da. Ja, bin gleich wieder da. Überall in diesem Sektor wird es in Ordnung sein, Agent. Alles klar, überall heißt für mich einfach irgendwo den Satelliten raus und dann darf man sich dann gepflegt verkrümeln.
So. Mal sehen, ob wir schon im Gebiet sind. Ja, sind wir. Jo, dann lassen wir mal schauen. Erweiterter Satellit, raus damit. Mal sehen, was haben wir hier? Zwei medizinische Notfälle und eine harmlose Kollision in der Andock-Warteschlange. Nichts Außergewöhnliches. Patrouillen zur Unterstützung sind bereits unterwegs. Machen Sie mit Ihrer Aufgabe weiter. Alles klar, mach mal mit unserer Aufgabe weiter. Tja. Ist es nicht schön? Das ja. Sonnensystem in Frieden, meine ich. Ah. Ich hoffe, wir können es so halten. Ja, es ist wirklich schön, wenn die Erde einmal nicht angegriffen wird. Okay. Erweiterter Satellit ist raus. Und da wären wir. Hallo. Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Ein ziviles Transportschiff protokollierte ein nicht identifiziertes Schiff, das an den Randgebieten des Sektors herumkroch und sich weigerte, auf Fragen nach dem Weg zu antworten. Es gibt keine Erwähnung einer Begegnung mit einer Patrouille, also könnte das Schiff noch da draußen sein. Nach der protokollierten Flugbahn zu urteilen, können wir möglicherweise im nächsten Sektor einen Schlag durchführen. Das ist ein Hinweis. Bewegen wir uns. Jo, Satelliten im nächsten Zielgebiet. Natürlich. Wir kommen gefährlich nahe an das Gebiet der Segaris-Pioniere. Sie sind dünn gestreut und verlassen sich auf den terranischen Handel. Das macht sie besonders anfällig für diese Piratenüberfälle. Wäre ich eine schemenhafte Nemesis, die das Protektorat dort treffen wollte, wo es am schwächsten ist, würde ich im Raum der Pioniere beginnen. Was heißt hier gefährlich nahe? Ich meine, die Segaris-Pioniere sind... Ja, ich würde fast sagen, neben den Boronen hier, die friedlichsten noch im Universum. Meine Güte. Ah, ich vermisse allerdings so ein bisschen die Goner. Es gab es ja in X3 immer, hat man mal, wenn man durch die Sektoren pendelte, immer irgendwie die Goner Ranger gesehen, die von Sektor zu Sektor flogen und die Wahrheit über die Erde verbreiteten. Ach, das war schön. Ich vermisse die Gona. Ah, wo war der Gona-Tempel nochmal? Ich meine, der war irgendwo, also jetzt auf der X3-Karte. Wie heißt das? Neben Omikron Lyre war der. Da war irgendein Sektor auf jeden Fall. Naja, erstmal fliegen, ne? So, jetzt bin ich im Sektor Saturn. Okay. Satellit aufstellen. Dann stelle ich den einfach mal neben der Verteidigungsstation in der, oder zumindest in der Nähe davon auf. Dürfte ja nicht schaden. Sonst sieht er ja nur einen leeren Raum. Dann habe ich wenigstens Blick auf etwas hier. Und zwar fliegen wir hier ran. Bremsen. Und dann Satellit aufstellen. Bitte sehr. Keine Treffer. Oh. Das ist etwas unerwartet. Nein, hier ist etwas. Ein schwaches Signal, das mein Team nicht genau lokalisieren kann. Ich glaube, eine gründlichere Suche ist angebracht. Langstreckenscanner? Na gut. Und raus. Das hat zumindest zu einem Ergebnis geführt. Wenn Sie so weitermachen, können Sie den Ursprung des Signals eingrenzen. Bewegen Sie sich auf den neuen Suchbereich zu und versuchen Sie es erneut. Jawohl. Es wird klarer. Wärmer, dann machen wir mal dort weiter. Wo sind eigentlich meine... Ach, meine Eskorten tingeln ein bisschen hinterher, aber die Gian ist schon schneller genug. Schnell genug, meine ich. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen mit den neuen terranischen Waffen experimentiert. Und ich denke, dass man die terranischen Pulslaser durchaus verwenden kann. Und auch die terranischen Strahlengeschütze. Die sind deutlich schlagkräftiger als ihre... als ihre Vertreter aus der Gemeinschaft der Planeten. Müsste ich nochmal weiter untersuchen, aber lohnt sich, glaube ich.
Vor allem gegen Jägerschwärme wie von den Kark oder so sind ja sehr zielgenau, ne? Die Strahlengeschütze meine ich jetzt. Da ist was. Großartig. Weiter so. Ja. Ey, ich habe nur ein Knöpfchen gedrückt und wieder losgehalten. Also, gut. Losgelassen meine ich. Losgehalten. So, dann schauen wir mal eben vorbei, wie es bei der Baustelle hier aussieht. Hier ist immer noch nicht. immer noch nicht der erste Teil fertig. Oh. Was fehlt hier denn? Nanotronik? Nanotronik. Was sonst? Hey, Sicherheitscontainer. Und Scanner. Ups. Abgewürgt. Wir haben es, Waffe. Ja. Aha, da hinten ist irgendwas. Wie bin ich jetzt von... Achso, es wird immer kleiner. Ah ja, gut, ich sehe schon. Ich sehe schon, was ich hier mache. Ja, die sind aber ein bisschen langsam, würde ich sagen, ne? Die Chians hier. Die könnten auch ruhig mal den Reiseantrieb anwerfen. So. Nochmal scannen. Oh, Ping. Da ist es. Da ist was. Ich werde eine lokale Patrouille anweisen, Ihnen sofort zu helfen. Diese Piraten werden uns diesmal nicht aus dem Hinterhalt überfallen. Was haben wir denn da? Matrosental Meeresleben Club. Aha. Das markiere ich mir für später. Vielleicht kann man dort einige Schätze drin bergen. Ne? Wer weiß, was da so vergraben ist. Und hallo. Piranha 1, Piranha 2 und Piranha 4. Piranha 3 mag keiner. Oder? Doch, das Piranha 3. Ja, dann schließt mal zu mir auf. Ich würde sagen, ich aktiviere auch mal meine ganzen Verteidigungssysteme. Die Eclipse hier und die Chimäre, die mich ja eigentlich theoretisch beschützen sollen. Ja, raus mit euch. Ihr seid schnell genug, also folgt der Sichel. Herrlich. Man kann zwei Jäger hier mit dem Ding mitnehmen. Richtig schön ist das. Und abheben. So. Dann nähern wir uns mal dem Matrosental Meeresleben Club. Warum höre ich gerade Kampfmusik? Was sind das für Punkte da drum? Scanner? Da ist irgendwas. Und das Minen? Nein, Xenon. M. M. Autsch. Ein Glück, dass die Sichel so super im Rückwärtsgang ist. Und meine Flügelmänner greifen auch gerade schon an. Komm schon, weg mit dir. Ja, schön, die lenken die ja ganz schön ab. Hahaha. Endlich geht mal wieder hier die Post ab. Oh, Waffen sind überhitzt, ja, ehrlich. Okay, die haben anscheinend jetzt Spaß mit den Xenon. Ui, da werde ich mal mitmachen. Gas. Ach so, die kümmern sich gerade um die terranischen Patrouillen. Na gut. Dann stillhalten, während ich euch ein paar Löcher in die Hülle schieße. Ja, die Eskorte.
ist gerade, glaube ich, schon im Kampf drin. Komm, hör auf, dich zu bewegen. Ui, das waren die terranischen... Ach, wie heißen die Dinger nochmal? Diese... Strahlenkanonen. Also nicht die ganz normalen Strahlenkanonen, sondern die richtig heftigen terranischen. Ah, ich hab den Namen vergessen. Sehr schön. Ich würde mir gerne die Zeit nehmen, Sie für Ihre Tapferkeit zu loben. Aber ich fürchte, Sie müssen direkt mit Ihrer Aufgabe weitermachen. Ein lokales Handelsschiff hat gerade ein Notsignal gesendet und das Muster entspricht dem eines früheren Piratenangriffs. Wir sind kurz davor, diese Eindringlinge festzunehmen. So. Ja. Macht ihr mal. Ich habe gerade meine Flügelmänner erstmal angewiesen, sich dort... Moment, so ist richtig, ne? Ja, sich dort umzuschauen und erstmal die Container einzusammeln. Und natürlich auch einen Satelliten auszustellen am Matrosental Meeresleben Club. Da ist er. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, aber jetzt erstmal das Hightech-Schiff finden. Irgendwo hier ist der Hightech-Transporter, der anscheinend überfallen wurde und jetzt beschädigt ist. Ich befinde mich jetzt ja im Suchgebiet, aber ich sehe auf meinem Scanner momentan... Okinawa. Gar nichts. Wie wär's denn mal mit dem intelligenten Einsatz des Langstreckenscanners? Okay, vielleicht war das jetzt weniger intelligent, aber... das versuchen wir gleich nochmal. Nichts? Ah, doch, da. Okinawa. Sie scheinen gerade noch rechtzeitig angekommen zu sein. Wie wir befürchtet hatten, häufen sich die Berichte im Pioniergebiet. Üppiges Sonnenlicht. Ja, ich denke, das findet man hier im Sektor... wo ist er gerade nochmal? Uranus nicht so häufig. Doch hier. Guck mal. Cool. Okay. Das sehe ich jetzt natürlich nicht zum ersten Mal. Davon wusste ich schon die ganze Zeit. Ja. Ja. Bremsen. Wir wollen das Ding nicht noch weiter beschädigen. So, scannen. Scannen, scannen, scannen. Schön nah ran. Und scannen. Nicht entern, scannen. Ja, ich höre. Wie seltsam. Das Handelsschiff berichtet, dass ihm befohlen wurde, seine Fracht abzuwerfen. Aber dass schlussendlich nichts von Wert gestohlen wurde. Nur eine kleine Menge Lebensmittel. Es ist aber momentan keine Zeit, darüber zu grübeln. Dies ist alles, was ich Ihnen sicher übermitteln kann, Agent. Ab jetzt sind Sie auf sich gestellt. Ja. Okay. Hallo. Nachdem die ehrwürdige terranische Person die Kommunikation beendet hat, kann ich endlich meine Erkenntnisse mit meinem geschätzten Assistenten teilen. Das bin ich. Ich habe so richtig Lust auf eine ordentliche wissenschaftliche Untersuchung. Aha, Bosotar ist motiviert. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Chimäre, jo, da seid ihr. Und die Eclipse ist auch gleich da. Sehr gut. Dann schmeißen wir mal den Reiseantrieb an und schauen uns mal jetzt noch zum Ende der Folge an, welchen Yaki-Angriff wir denn da verhindern müssen. Hoffe ich doch mal. Okay. Da fliegen wir mal hin. Leerer Raum. In der Ferne sehe ich eine Pionierbergbauflotte. Was? Vielleicht können wir sie nach dem Weg fragen. Ich sehe hier gar nichts, aber gut. Bosotar hat anscheinend auch nicht nur
einen flinken Geist, sondern auch ziemlich gute Augen, wie mir scheint. Volo, Mineralien. Weisheit der Pidien. Alles klar, Baumbart. So. Mission kann ich auch mal machen. Es gibt ja jetzt neue Missionstypen. Unter anderem auch die von mir viel geliebten Patrouillenmissionen. Ja, ich bin jemand, der im X-Universum auch mal gerne rumballert. Hallo, Weisheit der Pinien. Oder... Nein! Tatsächlich. Wer geht da? Ein Schritt näher und du bist Raumfliegenfutter. Oh. Nein, das kann nicht passieren. Das ist diese nette Person. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain, sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt. Dafür werdet ihr abgeschlachtet werden. Okay. Kommt, meine Kinder. Reißt sie aus ihren Metallsäcken. Ach du. Den Yaki zuerst oder die Xenon? Ich würde sagen, den Yaki. Der macht aber auch ordentlich. Eieiei. Und meine Eskorte lässt natürlich noch auf sich warten, nehme ich an, ne? Ja. Egal, du und deiner Kuraokami. Ich würde sagen, du hast nichts gegen die Feuerkraft einer Sichel. Haha, bam. Okay, und jetzt zu den Pionieren. Der hat anscheinend die Xenon kontrolliert. Hör auf, dich zu beschweren. Ja, da war wieder dieses unglaublich beunruhigende Geräusch und dann auf einmal kam die Xenon. Das ist da kein Zufall. Und das P ist platt. Ich meine, komm. Und weg damit. Okay, als nächstes die Xenon hier, die das Bergbauschiff anscheinend angreifen oder den Transporter. Schauen wir mal, dass wir denen direkt helfen, dass irgendeiner noch drauf geht. Lenke ich mal die Aufmerksamkeit der Xenon erstmal auf mich. Das sieht nicht gut aus. Oh, Nachladezyklus. Wo ist das Ding? Da hinten. Okay. Dreht sich aber wirklich. Nein. Jetzt aber. Sehr gut. Du bist ein L-Klasse-Schiff. Du hältst noch ein bisschen durch. Einer meiner Eskorten steckt da in Schwierigkeiten. Eigentlich sollen die ja diejenigen sein, die mir helfen, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Und der nächste bitte. Da kümmert sich meine Eskorten drum. Lass mal das mal. Ah, wo sind die Dinger? Schilde sind weg. Komm schon. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe an Clips wahrscheinlich. Oh, und das sind die Gians. Besser spät als nie. Erkennbar an dem überaus reichhaltigen Fackfeuer hier. Hey, die scheinen ja hier Spaß zu haben mit den Xenon. Toll. Darf ich mein Schiff wieder reparieren? Das war knapp. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Credits! Wären Sie nicht genau im richtigen Moment angekommen, weiß ich nicht, ob wir den Mut gefunden hätten, uns gegen diesen abscheulichen Unhold zu stellen. Aber Captain erträgt es.
Räumen, bitte. Geben Sie unserem Gast einen Moment zum Atemholen. Vielleicht hilft das Sammeln der Fracht, die während dieses überaus abscheulichen Angriffs verstreut wurde, unsere Stimmung zu heben, ja? Bitte, Freund, helfen Sie uns, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Alles klar, dann helfe ich, da es mir ja nichts ausmacht. Aber zunächst einmal rufe ich hier meine Eskorten zurück. Und jetzt darf irgendeiner auf dem Raumdock wieder die Nemesis, die Sichel ausbeulen. Ich hatte ja ein bisschen was abgekriegt, ne? Aber nur ein bisschen. Naja. Dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich werde dann in der nächsten erstmal die Fracht einsammeln und dann schauen wir mal weiter, was es mit diesen Piraten eigentlich auf sich hat. Das ist ja doch interessant. Die Yaki, die scheinen ja irgendwie anscheinend die Xenon kontrollieren zu können. Das dürfte ziemlich gefährlich sein. Und da ich ja für das Terranische Protektorat arbeite, habe ich ja auch nur das Beste für das Terranische Protektorat im Sinn. Naja, und Credits. Also denn, ich bin der Heizmeister und ich hoffe, man sieht sich demnächst im Weltraum wieder. Macht's gut und bis dann.